nur der Sack. Der Sack? Der Sack. Sack ist übrigens Hund. Ah, oder Sack. Das war am Sacken. Damn, that was so good. That just gave me straight away goosebumps. Jeez. The fuck? Thank you. It's a tough one, right? Yeah, it was pretty tough, this one. But it's okay. You managed. Holy shit. He said if anyone manages, it's Ramon. If he doesn't manage, probably it's not gonna happen. Well, it was actually pretty quick as well, like 20 minutes. That's true. It's ridiculous, yeah. Well done. Crazy. Das wird richtig gut. Okay, wir dann das Piano noch alleine weiter spielen gleich. Hast du das eingespielt? Ja. Ich höre ein. Vielleicht in der zweiten Hälfte. Mhm. Die ersten beiden machen wir noch so, wie der Original ist. Okay. Die fand ich auch sehr gut übrigens. Nice. Ich muss also nie halt vorher sagen. Ne? Ich mach mal nur die. That makes me emotional. Very well done. Nice. Wup, wup, wup. Es ist total spontan. Don't even ask. Wir sind hier bei meinem allerersten Videodreh. Wir sind fix und fertig. Ich habe immer noch keine Stimme. Und jetzt sind wir schon wieder hier in einem crazy Studio. Und zwar haben die Jungs, dazu gehören
Timo hat quasi die ganze Planung, quasi mit die Idee gestartet, hat den lieben Mirko Witzki noch eingeweiht, der hat dann so kurzfristig das nicht geschafft und dann ist der wundervolle Basti eingesprungen, bless him, der hat sich um alles Mögliche gekümmert. Wir sind hier heute in einem riesen, riesen Studio, wo auch schon crazy Bands aufgenommen haben, so wie, weiß ich nicht mehr. Wie heißen nochmal die? Wie heißen die? Ich kann mir das einfach nicht merken. Ja. Auf jeden Fall haben hier auch schon Electric Callboy, Our Mirage. Wirklich, wirklich crazy Bands haben hier auch schon gedreht, aber wir nehmen euch gleich auf jeden Fall mit rein und dann gucken, zeigen wir euch mal ein bisschen, was so überhaupt geht. What's up? First Videodreh und so. Das ist mein first outfit. Ich bin zu spät dran. Let's go! Ich würde direkt einen Livestream eigentlich machen. Ja, aber die Leute wissen geheim. Das gar nicht. Das ist gerade eine Überraschung. Ah, okay. Also es ist immer gut, wenn du den ganzen Song in allen Varianten hast, weil dann hast du die freie Möglichkeit im Schnitt, ne, wie du es jetzt zusammenbastelst. Genau. Sehr schön, mega, ist gut. Voll cool. Ich habe mich nicht getroffen, mein Speichel zu schlucken. Das ist doch total cool. Ja? Ja, voll, voll. Das hat halt diese Ernsthaftigkeit, mhm, dadurch, dass du wirklich nur in die Kamera singst, ja, ohne irgendwelche Faxen zu machen. Voll. Dabei. Das ist voll cool. Klingt richtig gut. Okay. Nice, was ist das nächste? Performance mit Energy. Ja, geil. Gerade hast du gefühlt ja irgendwie zu wenig gemacht. Und jetzt mach ruhig mal bewusst relativ viel. Also beweg dich, jeden Schritt vor, einen Schritt zurück. Bisschen tanzen während der Performance, ruhig die Hände wegen gestikulieren, ne, emotional, genau, aber immer nur so, wie du dich gut fühlst. Okay. Schräg rüber. Mhm. Genau. Lass das mal einmal machen. Und du guckst einfach nur in die Kamera gleich. Mhm. Mach den ruhig schon mal dran. Ich filme ja nicht, wie du den dran machst. Ja. Mhm. Das finde ich gut. So, die Enden ein bisschen halten. Mhm. Dankeschön. Ja. Jetzt guckst du ein bisschen tiefer, ein bisschen das Kinn halten. Ja, mega. Ja, gib mir ruhig mal so ein bisschen böseren Blick, bisschen finsteren Blick, als würde jemand verbieten, ne, deine Meinung zu äußern. Genau. That was cool. Mein Gott, das war so far. Erstes Outfit ist durch. Mega interesting. Ich weiß nicht, ob ihr genug gesehen habt davon, aber insane. Das hat übel Spaß gemacht. Wie viele Shots haben wir jetzt gemacht? Fünfmal? Mega cool. Hat Spaß gemacht. Jetzt gehen wir in etwas rough, in more rough stuff. Ich bin sehr gespannt. Ich bin so gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich habe keine Vorstellung. Ich glaube, das wird super. Ehrlich? Ich hatte so schon beim Zugucken hatte ich literally Gänsehaut. Ehrlich? Ja, ich glaube, das wird gut. Perfekt. Ja, nicht die Naht erwischen, ne? Ja, das ist schade. Perfekt, du bist ein Engel. Quasi Outfit Nummer 2, Idee. Jetzt wird es ein bisschen düster.
obviously my makeup is a bit more moduster. Also wollen wir ein bisschen auf Krawall machen, I guess. Ja. Man kennt mein Kleidchen. It's nice, let's go. Apfel. Mach doch mal einen Nebel, mach mal ordentlich Nebel. Oh yeah. Hier. So, ja, genau da. Perfekt. Das ist ungefähr deine Position. Okay, ich muss jetzt Schuhe ausziehen, ne? Genau, finde ich gut. Haare offen lassen, ist okay. Ja, du kannst sie ruhig sogar so ein bisschen zerzausen. Ich habe auch überlegt, ob wir gleich eine Performance machen, wo du eher so ein bisschen auf den Knien oder in der Hocke bist. Okay. Ne? Und so Richtung Wand quasi, weil du bist hier quasi eingesperrt, okay. Weißt du? Genau, aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen klaustrophobisch hier. Voll. Deswegen, ich habe einfach mal das hier angezogen. I don't know if it is cool or not. Okay, wir haben doch nochmal gechanged. Ich sah, glaube ich, ein bisschen zu spooky aus für diese Szene. Abfahren. Also du bist gleich quasi sie. Und da mache ich dann in der Post die Aufnahmen rein. Und das gleiche mache ich gleich nochmal von näher. Zwei Glühbirnen im Auto. Ich weiß nicht, ob die funktionieren. Ich kann es dir nicht sagen. Ich will nicht, ob die überhaupt funktionieren. Geil. Glühbirnen im Auto. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, weil ich die wegschmeißen wollte, aber ich bin mir nicht auf. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, voll. Schon mal zusammenpacken. Perfekt! Geil, ey! Und wir was bei uns anziehen?